Sie tun sich schwer auf den ersten Metern. Sie kommen dann kaum aus dem Start raus. Aber wenn sie dann auf die lange Gerade kommen, dann wird es fest. Und dann geht es auch vorwärts. P.O.D. übernimmt die Führung. P.O.D. Racing auf Platz 1 unterwegs. Guter Start hier im dritten Rennen in der Trabant-Klasse. Wir haben ja insgesamt 5 Leute in dieser Klasse. Danach können wir schon mal die Trabant-Tuning-Fahrzeuge startbereit machen. Die Nase vorne. Hier ist der Startnummer 994. Auf Platz 1 unterwegs, hier 58. Auf dem zweiten Platz der Extreme Racing. Der dritte Platz für die Startnummer 942. Philipp Steffen von Schwarze Küche. Und dann kommt die 397. Hier angeflogen. Sissel von Dümmelisberg. Das sind die vorderen Plätze. Die Kajus etwas abgeschlagen. Jetzt auch noch in der letzten Runde mit eingefahren, während P&E Racing weiterhin souverän führt. Scheint auch jetzt einer der Favoriten dort hinten festzusitzen, Mario Rodin mit der Startnummer 22. Und sind nicht mehr befreien, dort in der Kurve. Das Fahrzeug bewegt sich nur noch hin und her, aber nicht mehr vorwärts. Wir sind mit dem Fahrzeug in die letzte Runde angefahren. Drittes Rennen in der Trabant Originalklasse. Rodrigo scheint draußen zu sein, während das P&D Racing Team sich hier souverän in Platz Nummer 1 sichert. Auch er kommt jetzt noch einmal zurück auf die Strecke. Die Flugplatte geht hoch. Rodrigo gewinnt den Lauf souverän. In dieser Klasse, alle anderen sind noch eine Runde zurück. Der zweite Platz geht an das grüne Fahrzeug. Der wird an Extreme Racing. Mit der Startnummer 58 auf der 3, die 942 Steffen von den schwarzen Küken. Abgerufen. Dramatik im Trabant-Originalrennen. Viertes Rennen wird vorbereitet. Erik Hitzorek ist dabei von den Vorländern. Patrick Kunz ist dabei von den schwarzen Küken. Dann haben wir die 10. Witzer Blitzer. Mit der Startnummer 628, Rossi an die Steuer, einer der Favoriten. Und der Driver ist Grimmersdorf, Jura Müller mit der 576, Mario Zorn, Demolition Dax mit der 36, die Melanie, SOC Racing und die Black Drivers Grimmersdorf mit der 684. Machen Sie auch noch startbereit.